Moin moin liebe Leute und willkommen zurück zu Green Hell. Jo, bin immer noch im Dorf, genau. So, also, na gut, weißt du, ich habe ein bisschen Hunger. Durst habe ich auch. Ich muss noch gucken, wie ich mir hier was zu trinken mache. Weil das ist ja unsicheres Wasser. Weißt du, so ein Gefäß für Wasser? Mein Fleisch habe ich, Fleisch habe ich. Ich glaube, ich werde mir jetzt einfach erstmal hier Kohle. Ich nehme mal ein Stück Kohle, genau. Herstellen? Nein. Warte mal. Rucksack? Nee, Tagebuch. Mit einem Steinring. Kleines Feuer. Aber weißt du, das mache ich doch mal unter dem Trockengestell. Und dann vielleicht der Steinring drum. Geht gar nicht, ne? Aha, okay. Abbrechen. Demontieren. Vielleicht erst den Steinring. Und dann das Feuer. Ja, okay. Okay, das habe ich schon mal. So. Ah, ich muss hier irgendwie was finden. Womit. Nein, weg mit dir. Ich wollte das hier so machen. Genau, weil ich habe ja noch Durst. Ach, guck mal, hier ist die Schale. Du musst dich ausruhen, genau. Da brauche ich auch noch ein Feuer drunter. Oh, da, warte mal, Bananen. Oh. Ah, da. Brasilianische Wanderspinne. Naja, nicht essen. Ich pack die mal ein. So, Banane. Das? Käfigfalle. Riesenkröte. Okay. Oh, das ist ja auch nett. Schon eine fertige Falle drin. Da muss ich aber irgendwas reinpacken, ne? Glaube ich. Haben wir hier vielleicht noch mehr Bananen? Schade. Brauch ein Gefäß zum Trinken. Okay. Hier nicht irgendwo Kokosnüsse oder so? Weiß, dass du dich ausruhen musst, aber ich muss jetzt noch ein bisschen warten. Ich brauche jetzt einfach eine Larve. Okay, ich nehme mal die Larven mit. Nicht irgendwie so ein, ja, da ist kein Eintrag, nichts. Durstig, ja, ich weiß, dass du durstig bist. Ah, da nochmal ein Vogelnest. Ich glaube, da muss ich erstmal das unsichere Wasser trinken, ne?
hoffe, das macht mich jetzt nicht krank. Blut erforderlich, klar. Okay. Hier kann ich mich kurz hinlegen. Knochenmesser. Oh ja. Bananenblätter. Okay, mal kurz ein bisschen ausruhen. Boah, ich habe tatsächlich den ganzen Tag verschlafen hier, ne? 18:40 Uhr, jetzt wird es natürlich wieder dunkel. So, wie sieht's aus hier? Essen. 25. Ah, okay. Dann lass mich mal gucken, dass ich. Oh Gott, das regnet gerade, ne? Ah, da muss ich denn. Moment. Einen Rahmen. Kann ich hier einen Rahmen drumherum bauen? Pflanze schneiden. Pflanzen schneiden, Platz schaffen. Ah, guck mal da. So, was brauche ich denn hier? Holzscheit. Holzscheit. Ich werde das hier kurz verbringen, bis ich hier mal ein kleines bisschen Ordnung habe. Also muss mich jetzt erstmal kurz ein bisschen versorgen. Okay. Für kleine Stöcke hat es wieder Platz. Gotta be kidding me. Oh, was? Meine Axt ist kaputt. Ja, meine Axt ist kaputt. Okay, was war das nochmal? Stein? Da habe ich Obsidian, Kohle. Knochennadel, ja. Oh, ich brauche einen Stein. Aber wo kriege ich jetzt wieder einen Stein her? So viele Steine hat es hier nur auch nicht wirklich, ne? Steine hat es hier nur auch nicht. Oh, okay. Ich muss mich erstmal wieder an das alles an das gewöhnen hier. Ja, Wasser, Fleisch. Ah, es hat aufgehört zu regnen. Dann kann ich auch ganz kurz mal hier einen Bohrer benutzen. Okay, so, Nahrung. Da ist mein Pekari-Fleisch. Oh, lecker. Das sieht doch gut aus. Ja, das wird jetzt zum Trocknen gelegt. Mal gucken, wie lange das dauert, ne, bis es denn trocknet. Okay.
Ein Stein. Noch ein Wasserbehälter, Kokosnuss, Wasserbehälter. Muss hier noch mal ein bisschen mich umgucken. Ach, guck mal, hier ist noch Holzscheitel. Oh nein! Jetzt geht mein Feuer gleich wieder aus, ne? Okay, mein Feuer geht anscheinend nicht aus. Doch. Es geht aus. Super. Mist. So, noch zwei lange Stöcke. Es musste ja auch unbedingt jetzt anfangen zu regnen. Unbedingt jetzt. Und jetzt hört es auch wieder auf. Toll. So, habe ich da jetzt auch irgendwo Helmendach, Bananendach. Ich mache mal ein Bananendach. Weil da habe ich einen Bananen liegen sehen. Also Bananenblätter. Oh, da brauche ich ein paar mehr. Oh, shit. Nee, jetzt muss ich erstmal einen Stein suchen. Warte mal, dann laufe ich mal kurz hier entlang. Ich hier jetzt mal einen Stein finde. Oh, warte mal, ist das da vielleicht? Großer Stein, aufheben. Aber ich brauche erstmal kleine. God, I could use a drink. Ja, du brauchst wieder was zum Trinken. Oh Mann. Okay, herstellen. Stein und Stock. Ah ja, da Bananenblätter. Trockenes Blatt, okay. Bananenblatt, da noch mal eins, na. Okay, kann ich auch nicht unendlich viele tragen. Boah, das braucht aber viel hier. Naja.
Ja, wenn jetzt erstmal die Grundversorgung steht, ne? Dann steht sie erstmal. Ich werde jetzt einfach hier erstmal ein bisschen. Bist du jetzt bald fertig? Na, endlich. So, jetzt kann ich. Oh, warte mal. Was habe ich denn? Was habe ich für ein Problem? Ah. Hier, ein Blutegel. Bäh. Bäh. So, ich hoffe, es geht jetzt auch mit den Blättern. Trockenes Blatt. Oh ja, geht auch mit dem. Sehr schön. Ja. Super. Jetzt kann das endlich mal durchatmen. Ich muss aber noch mal das unsichere Wasser trinken, ne? Ja. Oh, warte mal. Lehm? Lehm nehmen? Oh, Lehmmischer. Das ist ja auch nett. Warte mal, Lehmmischer. Ah, guck mal hier. Lehmdusche. Holzscheit, langer Stock, Seil, Lehmziegel, Stein, Bambusstock. Ach du heiliger Strohsack. Lehmkohleofen. Oh. Ja. Lehmkaminwand. Lehmdusche. Lol. Ja. Da brauche ich ein bisschen, ne? Okay, das Pirikari-Fleisch ist noch nicht durch. Ist der Frosch auch nahrhaft? Ich denk schon, ne? Brasilianische Wanderspinne. Ah, da ist noch Riesenkrötenfleisch. Unbekannte Blume getrocknet. Ah, das macht geistige Gesundheit minus 10, ne? Okay, warte mal, das auf jeden Fall nach oben. Das ist alles verdorben. Okay. Gekocht. Ja, das ist doch super. Dann werde ich jetzt mal gucken und mal essen. Okay, das ist schon mal wieder voll. Alles klar. Jetzt muss ich halt nur gucken, wie ich jetzt noch an Trinken gut komme. Bananen sind natürlich gut für das Gelbe. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen auf Entdeckungsreise noch gehen, wa? Das trocknet gerade, dauert aber auch recht lange, das Trocknen. Okay. Ah, gut. 4 Uhr morgens. Oh, hier sind Schnecken. Apfelschnecken, Ruhe. Ich würde die auch mal anbraten. Wollen wir Apfelschnecken? Oh, guck mal, geht sogar. Geht sogar. Mal gucken, was die machen. Apfelschnecken. Auch Proteine. Schau mal. Gut, den Steinkreis werde ich jetzt nicht machen können, weil viel zu wenige Steine hier. Was ist das? Ein Feuerbrett, Handbohrer.
Ja gut, hier noch ein paar Nester rein, ne? Was werde ich schon... Weiß nicht, brasilianische Wanderspinne. Oh mein Gott. Gut, dass der abgehauen ist. Heilige Scheiße. Das war ein Jaguar oder so, ne? Apfelschnecke gekocht, so. Ah, die macht Proteine. Geistige Gesundheit und ein Energie. Okay. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Weißt du, das ist hier ein Jaguar. Ach du heiliger Strohsack. Der hätte mich doch zerfleischt, oder? Der ist da hinten irgendwie hingelaufen. Boah, okay. Warte mal, Feuerbrett? Ja, füllt gut auf. Füllt gut auf. So, die brasilianische Wanderspinne. Sie ist gekocht. Na dann... Okay, Proteine, aber geistige Gesundheit geht im Arsch. Okay. Dann definitiv nicht. Larven. Disgusting. Ugh. Ah, okay. Auch geistige Gesundheit runter. Pilz. Ah, guck mal hier. Der Pilz ist gut für Kohlenhydrate. Der ist verdorben. Okay, der ist gut. Das ist schon mal schön zu wissen. Oh, ist auch alles verdorben, ne? Was ist das? Unbekannter Pilz. Ah! Oh, Lebensmittelvergiftung. Ah, super. Hat er gekotzt. Scheiße. Oh, fuck. Lebensmittelvergiftung. Wirkung. Nahrungsverzehr führt zu Erbrechen. Erbrechen führt zu Verlust von Mengenelementen. Bekannte Behandlungsmethoden. Eine Lebensmittelvergiftung wird vom Körper mit der Zeit auf natürliche Weise bekämpft. Die Einnahme von Pflanzen mit natürlichem Anti-Lebensmittelvergiftungseigenschaften beschleunigt den Heilungsprozess. Okay. Da habe ich jetzt aber, glaube ich, nichts, ne? Gerade. Das hier ist auch geistige Lebensmittelvergiftung. Die Psychotria, die brauche ich gar nicht essen. Uah. So ein Scheiß. Okay, ich muss jetzt noch was gucken. Weißt du, irgendwelche Kokosschalen oder so? Oh, den habe ich voll getroffen. Mein Speer nehmen. Ah,
Ah, diese Wildschweine sind gar nicht mal so schlecht. Oh, schmutzig. Ich muss mich waschen. Irgendeine Kokosschale brauche ich. Irgendwann werde ich, werde bestimmt irgendwo noch Kokosnüsse finden. Waschen. Ja, ich bin aber ordentlich dreckig hier. Okay, gut. Das war's für heute. Schluss für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.